Also, wenn das besser geht, dann wollen wir es auch besser machen und uns das anschauen. Wir haben den Schritt 14 auf 15 kopiert und wollen jetzt dafür sorgen, dass unser Orange View Controller eben nicht mehr direkt über den Aufbau dieses Main View Controllers Bescheid weiß und dass damit dann dieser View Controller, ich weiß, da gibt's ein Textlabel und da schreibe ich jetzt was rein. Das wollen wir nach Möglichkeit immer vermeiden, dass also hier Controller Information über das User Interface von anderen Controllern haben. Darum soll es jetzt in diesem Video gehen. Ja, dazu gibt es ein tolles Sprachmittel, wie wir das Ganze jetzt voneinander entkoppeln können in Swift, und zwar die sogenannten Protokolle. Machen wir doch ein Protokoll, und zwar ein Protokoll namens Orange Information Handler, ja, also etwas, was Informationen handhabt, die von so einem orangen Ding kommen. Mir fällt jetzt kein besserer Name ein, das müsst ihr mir verzeihen. Und unser Orange Information Handler Protokoll bekommt jetzt eine Methode. Und diese Methode soll heißen, von mir aus has text information. So, wir haben jetzt eine Textinformation zur Verfügung. Sauber nach Apple-Regeln ist es, wenn sich derjenige, der diese Methode aufruft, auch selber hier übergibt. Wenn wir also sagen, dass also wir einen Sender haben wollen und der Sender, also der diese Methode auf den Weg bringt, das müsste ein Orange View Controller sein. Und der Text, der übergeben wird, das ist ein String. Machen wir den einfach mal optional. Wir wissen es ja, ein UI-Text-Field kann einen Text haben oder eben auch nicht. So, was haben wir jetzt hier geschaffen? Ein Protokoll. Das Protokoll heißt Information Handler und sagt, es gäbe dort eine Methode und diese Methode hat zwei Argumente. Das eine heißt Sender, ist vom Typ Orange View Controller und das andere heißt Text und wäre vom Typ String. Okay, jetzt kann ich also dafür sorgen, dass irgendjemand dieses Protokoll implementiert und quasi sagt, okay, ich halte mich dann daran, was hier definiert ist und biete also diese Methoden auch an. Dann wollen wir das Ganze auch in die Tat umsetzen und gehen in unseren View-Controller zurück und sagen, unser ViewController extendet die Klasse UIViewController. Das bleibt, wie es ist. Aber wir implementieren auch das Orange Information Handler Protokoll. So. Und jetzt kriegen wir einen auf die Nase vom Compiler, denn der sagt, hey Junge, du hast hier die Klasse ViewController, aber weißt du, du hältst dich gar nicht an das, was in dem Protokoll da steht. Und dann können wir ja mal hier hinklicken und sagen, dann hilf uns doch, lieber Compiler, wenn du es denn angeblich so genau weißt. Und dann fragt er uns hier, hör mal, willst du jetzt diese Protokoll-Stubs, also die Methodenrümpfe der Methoden in dem Protokoll schon mal hier in deinem View-Controller haben. Was du machst, weiß ich ja nicht, aber ich kann dir die Methoden schon mal anlegen. Und dann sagen wir, boah, ist das cool, dass wir Xcode 9 haben. Ging nämlich vorher nicht. Und dann klicken wir hier hin. Und jetzt haben wir tatsächlich die Methode hasTextInformation aus unserem Protokoll Orange Information Handler hier in unserer Klasse ViewController zur Verfügung. Also, hier können wir jetzt sagen,
was der View-Controller machen soll, wenn jemand diese Methode aufruft. Ist gar nicht so kompliziert. Was wollen wir denn machen? Wir wollen sagen, Information Label, du hast doch einen Text und der soll bitte der Text sein, der hier als Argument übergeben ist. Der Sender, also der Orange View Controller, der diese Methode ausführt, den muss ich ja hier nicht zwingend behandeln. Ich wollte euch nur, ja, den höflichen Stil beibringen, dass es eben bei Apple normalerweise so ist, dass der, der die Methode eines Protokolls aufruft, sich auch selber übergibt, damit derjenige, der die Information behandelt, sich zum Beispiel bei dem Sender dafür freundlich bedanken kann, dass er irgendwas bekommen hat. Ja, oder wohl eher ein Handshake schickt oder was auch immer. Deshalb sollte man tatsächlich den, der es aufruft, mit übergeben. Ja, okay, jetzt steht hier eine Methode über allem rum. Es ist in Swift tatsächlich egal. Ja, ihr könnt eure Outlets auch am Ende vom Quelltext positionieren. Aber es ist doch eher üblich, dass die Outlets irgendwo oben sind und dass dann ein paar Methoden kommen und dass irgendwo dann später diese Methoden des Protokolls implementiert werden. An der Stelle noch so ein bisschen ein Hinweis. Wir können unseren Source Code organisieren, indem wir so etwas machen wie Mark und sagen, hier handeln wir Informationen aus unserem Orange Information Händler. Wir können dann so etwas machen wie ein Mark und sagen, hier geht es um Memory. Und wir können so etwas machen wie ein Mark und sagen, hier geht es um den View Life Cycle und ja, noch einmal ein Mark und da geht es dann um die Outlets. Und jetzt fragt ihr, was soll denn das mit diesem komischen Kommentar? Und jetzt können wir uns hier oben mal mit dem Xcode beschäftigen. Da steht, wir sind im Projekt Multiscreen, im Ordner Multiscreen, im View Controller Swift. Und jetzt überall, wo ich ein Mark gesetzt habe, haben wir jetzt hier so einen schönen Strich davor, deshalb das Minus. Und diesen Namen, also hier sind die Outlets, hier ist der View Lifecycle, hier ist das Memory und hier ist unser Orange Information Händler. Klicken wir drauf und dann landen wir auch direkt an der Stelle. So kann man seinen Source Code ein bisschen organisieren, dass er einfach hübscher ist, wenn ich hier mit dieser Quick Navigation arbeite. Also, unser View-Controller implementiert das Protokoll Orange Information Händler. Da war eine Methode drin, die haben wir hier jetzt auch implementiert und sagen, wenn die aufgerufen wird, dann wird eben mein Information Label Text auf diesen Text gesetzt. Was müssen wir denn jetzt als nächstes machen? Jetzt müssen wir doch unserem Orange View Controller irgendwie sagen, wer ist denn dein Information Händler? Und dann machen wir das doch und sagen, wir brauchen diesen Main-View-Controller nicht mehr. Ich will gar nicht wissen, was der für UI-Felder hat. Das geht mich auch nichts an. Aber ich weiß, ich bekomme einen Information-Händler. Und was ist das? Das ist irgendjemand, der das Protokoll Orange-Information-Händler implementiert. Ich will doch nichts von einem anderen Pink oder Red oder Blue oder sonst wie View-Controller wissen. Ich muss nur wissen, da wäre jemand, den ich informieren kann, wenn ich Text zur Verfügung habe. So, und dann brauchen wir eben, wenn der View will disappear aufgerufen wird, nur Folgendes machen. Lieber Information-Händler, ruf doch mal, wenn ich einen habe, ist ja optional, ruf doch mal auf, has text information. Wer ist denn der Sender? Ei, das bin ich, der Orange View Controller, der da gerade redet. Und was ist der Text, der zur Verfügung steht? Das ist aus dem Information Text Field der Text. So,
schmeißen wir das mal weg. Die anderen Beispiele habt ihr ja im Quelltext. Also, View will disappear vom orangen View Controller, der geht weg. Dann fragt der nach, habe ich einen Information Handler? Und wenn ja, dann rufe ich diese Methode auf, die ja in diesem Protokoll definiert ist. Der View Controller muss natürlich jetzt auch, wenn er in diesem Prepare for Segway kommt, diesen Information Handler setzen. Also, lieber Orange View Controller, du willst doch einen Information Handler haben. Und weißt du was? Das bin ich. Ich als View Controller implementiere nämlich das Protokoll des Orange Information Handlers. Also bin ich einer. Und hier ist ja das, was zu tun ist, wenn diese Methode aufgerufen wird. So, und dann werden wir hier das noch so ein bisschen auch ausprägen und sagen, dann, wenn denn diese Methode aufgerufen wird, wollen wir das ja auch wissen. Und dann können wir unser Beispiel laufen lassen und haben jetzt einen viel schöneren Weg, um von einem View-Controller mit dem anderen zu reden, solange die Instanz im Speicher ist. Das geht ja nur mit dem Weg zurück. Weil nur wenn ich im Orange View Controller bin, steht ja darunter noch mein Main View Controller zur Verfügung. Der hat beim Öffnen des Orange View Controllers gesagt, wenn du irgendwas hast hier an Sachen Orange Information, sag mal Bescheid, ne? Und dann schreiben wir hier rein, yeah! Und jetzt wollen wir hier unten mal wieder die Konsole löschen. Und ich gehe tatsächlich zurück auf Main. Und wir sehen, was passiert. Der Orange View Controller will disappear. Der View Controller sagt, wow, da wird die HasTextInformation-Methode aufgerufen. Dann geht der View Controller auch zurück. Der View Controller baut sich auf, unser Main View Controller, der Orange geht komplett weg, der Graue ist quasi da und vom Orangen wird zum aller Abschluss noch deinit aufgerufen und wie der Simulator zeigt, ist unser Yeah hier gelandet. Ja, ist ein bisschen mehr Aufwand. Wir haben eben nicht einfach von dem Orange View Controller in das Benutzerinterface des drunterliegenden View Controllers rumgepanscht. Aber wir haben es jetzt sauber gelöst. Wir haben ein Protokoll gemacht. Und jemand kann dieses Protokoll implementieren und sich eben übergeben als Information Handler. Und wenn wir einen Information Handler haben und etwas Bestimmtes passiert bei uns, dann können wir ja verschiedene Methoden aus diesem Protokoll aufrufen. Hier haben wir nur eine. Und derjenige, der dieses Protokoll implementiert, macht sich eine Methode, die eben genau dann das handelt, was passieren soll, wenn der orange View Controller mir sagt, hey, ich hab jetzt hier Text Information. Mach doch damit, was du willst. Und das ist ein sauberer Weg, denn unser View Controller, der kennt sich selbst. Der weiß, dass er ein Information Label hat und der kann den Text setzen. Aber auch nur der View Controller sollte sein User Interface kennen und nicht die anderen. Dass das geht, haben wir ja eben im Beispiel gesehen. Dass ihr das machen könnt, wisst ihr jetzt dummerweise auch. Aber seid ein bisschen sauberer, macht euch ein Protokoll und übergebt damit die Werte, denn dann seid ihr freier, wenn sich euer Projekt mal umbaut, wenn also dieser Main View komplett anders ist, vielleicht eine Tabelle hat statt Feldern und dann müsst ihr nicht überall ändern, Tabelle, Wert, zack, jetzt hier ist die Information, sondern ihr sagt nach wie vor, ich habe hier Information. Wer auch immer sich jetzt drum kümmert, hier ist sie, bitte mach was draus. Und mehr muss der Orange View Controller nämlich nicht wissen. Und das ist ein super sexy Konzept und das ist eben ein Protokoll,
Ja, man könnte das Ganze noch ein bisschen erweitern mit Begriffen ein Delegate, dass man quasi sagt, hör mal, ich bin ein Stellvertreter für dich. Der View-Controller hier sagt, ich bin ein Stellvertreter für dich über das Protokoll Orange Information Handler. Wenn du was hast, sag mal Bescheid. Du bist in Urlaub, ich kümmere mich drum. Ja, was eben so ein Stellvertreter macht. Mit diesen Delegates ist das eine super elegante Geschichte. Im Prinzip heißt es, da ist jemand, der implementiert ein Protokoll. Wie das geht, haben wir jetzt in diesem Video ziemlich ausführlich behandelt. Und jetzt habt ihr auch einen sauberen Weg, damit Orange mit Main reden kann. Yeah!